Hallo und willkommen. Ja, heute bin ich wieder alleine. Spiele hier auf dem Singleplayer und die Welt habe ich wieder zurückkopiert. Die Cobbles, die hier drinnen waren, habe ich mir hier auf in mein Inventar geladen und das, was ich hier tragen konnte, alles noch mitgenommen. Ja, so und damit machen wir uns wieder in die reale Welt unterwegs. Ich habe nämlich die Schnauze voll von Messer. Erstmal. Wie es aussieht, ist es gerade Nacht. Wir haben aber hier unten im Turm ein paar Betten. Da werden wir gleich mal nachts schlafen hier. Übrigens habe ich auch meine Rüstung hier wieder an. Also alles kein Problem. Ich musste das ja auf dem Server alles in die Truhe packen, weil die Player nicht gespeichert werden. Zumindest das Inventar nicht. So, da werde ich mal kurz ins Haus rüber stratzen. Ich möchte nämlich heute mal etwas Fun bauen, etwas aus Spaß. So, und das ist zum Beispiel ein Huhn, was auf dem Server entstanden ist, aus einem Ei geschlüpft ist. Denn, ja, als ich mit Nico hier kleine Rundreise gemacht habe, hier steht ja auch noch die Truhe, wo ich seinen Kram gespeichert habe. Das ist zum Beispiel ein Kit, was man auf dem Server ständig kriegt, also ist nicht ercheatet. Wir waren unten in der Monsterfalle und da lagen Schallplatten rum. Guckt mal, wie viele. Und ja, irgendwie braucht man ja auch mal was zum Abspielen. Und das will ich eigentlich heute bauen. Dazu muss ich aber erstmal. Ich pack mal die Cobbles hier mal weg. Dazu muss ich mir schwarze Wolle holen. Denn die habe ich auch nicht. Die hatte ich hier bei. Glas drin, genau. Wir haben nur weiße Wolle und graue Wolle. Ja. Was bedeutet, wenn ich schwarze Wolle haben will, muss ich im Meer schwimmen gehen und muss mir Tintensäcke holen. Ich brauche 3 mal 5, 15 Stück brauche ich. So, aber bevor ich das mache, werde ich mir mal hier den ganzen Redstone-Kram, den ich hier noch im Turm liegen habe, rüber transportieren, denn ja, ich brauche ja auch irgendwas, wo ich eine Schaltung bauen kann. Ach, wir nehmen alle einen Redstone mit hier. Kommt jetzt nicht drauf an. Was haben wir denn noch so vom Müll hier rumliegen? Ach, hier haben wir noch die Dinger, haben wir hier auch noch. Die Vines könnte ich eigentlich mal draußen irgendwo anbringen. Nehmen wir mal hier alles soweit mit. Ja, jetzt ist mein Inventar schon wieder voll. Das ist ja mal wieder ganz klasse. Dann müssen wir den Eimer eben noch hier lassen. Ich mache mal kurz eine Lauffolge. Ja, das ist auch so ein Türbug. Man schlägt die Tür, während man in der Tür ist, noch zu und dann kann weiter rauslaufen. Habt ihr ja gesehen, ich stand mitten in der Türe. Kleiner Minecraft-Bug. So, ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn noch eine freie Truhe habe oder wo wir das reinpacken können, in welche Truhe. Ach komm, wir packen das hier mal mit in unsere Wolltruhe rein. Das ist dann wahrscheinlich sowieso so eine Art kleine Mülltruhe. Und das andere kommt hier oben bei Pflanzliches rein. Da haben wir ja schon was. Na, die Eisen gehören da nicht rein. Und 2 Eimer Wasser brauchen wir auch nicht. Da wir eh im Meer schwimmen gehen, da brauchen wir kein Wasser. Den einen Wassereimer nehme ich, lasse ich mal drauf. Ein gut Schwert könnte bald kaputt sein. Und die Eisenteile kommen hier auch rein. So, jetzt werden wir aber erstmal ins Meer schwimmen gehen. Und werden uns mal 15 Tintensäcke holen. Kann sein, dass ich diese Folge das Fun-System noch nicht gebaut kriege, weil ich erstmal einiges noch zu besorgen habe. Und wir gucken mal, ob unser Tor noch funktioniert. Ich weiß gar nicht, welcher Schalter zum Aufmachen geht. Das war er nicht, also der äußere. Also scheinbar funktioniert das Tor noch. Und das ist die Tür. Dazu geht es auch noch. So, hätte ich jetzt zwar nicht gemusst, ich hätte ja auch außen rumlaufen können. Unsere Burgmauer ist halt noch nicht komplett. Ja, und ich hätte mir Schere mitnehmen sollen. Na, ist egal.
So, mal gucken. Hier sehe ich schon die ersten Tintenfische, aber die schwimmen ziemlich tief. Mal sehen, ob wir die denn erwischen. Und gleich wieder nach oben, sonst ertrinken wir. Ist heute echt kalt hier im Wasser. Hat jemand die Sonne abgeschalten? Ja, ich habe hier noch das Lotingschwert. Da kann das sein, dass unsere Tintensäcke ruckzuck erhalten sind. Und der ist aber tief hier. Kommen wir wieder hoch. Oh, ist das Meer tief heute. Den Kühen stört das nicht. So, wir haben schon 11 Stück. Das dürfte ja schon fast reichen. 15 Stück brauche ich mindestens. Aber mit dem Lotingschwert ist das scheinbar nicht so problematisch. Ja, ich muss auch schwer schwimmen hier mit meiner Eisenrüstung. Die zieht mich auch ganz schön nach unten. So, mal gucken, ob wir hier von der Küste aus noch welche finden. Ich sehe jetzt gar keinen. Sind die Tintenfische für heute aus? Das kann doch nicht sein, dass das schon alle Tintenfische waren, die hier rumschwammen. Ja, so wie es aussieht, war es das mit den Tintenfischen. Na gut, dann muss ich halt noch einmal eine Runde hierher kommen zum Schwimmen. Vielleicht spawnen noch mal neue. Dennoch kann man ja Tintenfische nicht züchten wie die anderen Tiere. So, ja, die Bambus müsste ich auch mal abernten, aber wenn ich jetzt jedes Mal in einer Let's Play-Folge den Bambus abernte, werde ich irgendwann sagen, hör endlich auf, das ist langweilig. Also werde ich das vielleicht mal wieder offscreen machen, um weitere Bücherregale zu bauen. So, was wir noch brauchen wäre, ja, Redstone Torches. Die Wolle ist ja, brauchen wir erstmal zum Schluss. Redstone nehme ich mal mit hier. Redstone Torches haben wir noch. Einen Repeater brauche ich zwar bloß, aber das ist erstmal egal. Ja, was brauche ich noch? Ich brauche Holz. Holz haben wir hier. Dann brauche ich 3 Diamanten. Ja, ich bin heute verschwenderisch. Eine Truhe. Hatten wir hier denn noch eine Stufe? Ja, Stufen haben wir auch. Da brauche ich eine, aber nur als Trick. So, jetzt muss ich mal noch mal überlegen. Und ich brauche Redstone, Glowstone. So, werden wir mal hier in der Crafting Table ein bisschen rumwerken. Natürlich fehlen mir Stickies. Habe ich denn Stickies noch? Nein, habe ich nicht mehr. Dann muss ich mir welche machen. Ich hatte ja Holz rausgenommen. Das ist ja kein Thema. So. Ach komm, die 29 können wir ruhig machen. Dann haben wir 33, die müssen auf alle Fälle reichen. Dann brauche ich 5 Lampen. Ja, die schönen Redstone-Lampen. Dann brauche ich 6-mal. Ach komm, das reicht gar nicht. Ich brauche keine Kisten. Ich brauche Notenblöcke. Aha, die waren so 6 Stück an der Zahl. So, und dann die Diamanten rein und 3 Jukeboxes brauche ich. Da muss ich mal noch einmal Holz auffüllen. Warum 3 Jukeboxes, werden wir gleich sehen.
So, dann dürfte ich aber erstmal, könnte ich das Grundgerüst bauen. Redstone dran, die Redstone-Fackel dran. Holz brauche ich. Ja, die Redstone-Lampen. So. Und dann habe ich eine Axt. Nein, habe ich nicht. Ach, die schlage ich jetzt einfach mit Hand weg. Denn ich will die hier gegen die Wand bauen. Da bauen wir uns jetzt hier einen sogenannten Phonoschrank. Die Notenblöcke nehmen wir dann nur als Optik. So, und ich hatte mir das gedacht, ich baue das hierher. So, und hier habe ich nämlich jetzt einen Trick, den ich brauche. Damit ich nämlich hier eine Truhe hinstellen kann, muss ich hier eine Leiter von draußen. Sieht es nicht anders aus. Und ich kann dann hier die Truhe hier drunter platzieren. Die Truhe platzieren. Da könnte ich nämlich nachher. Hat man die Partikel jetzt hier ändern? Ist egal. Es ist ziemlich dunkel geworden hier. Jedenfalls haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Und bei der 6 kommt dann hier das gleiche nochmal hin. So, ja, hier unten und oben wird das draußen gerade schon wieder dunkel. Ja, dann werden wir mal kurz ins Bett gehen. Guten Nacht. Da haben wir schon einen Minecraft-Tag verbraucht, bloß um die Vorbereitungen zu machen. Na, ist auch egal. Hinten bleibt offen. Denn, ja. So, die Notenblöcke kommen jetzt hier an die Seite dran. Das sind denn unsere Lautsprecher. Ja, dann kommen hier unten zwei Redstone-Lampen hin. Und hier lasse ich mich jetzt erstmal noch offen. Ich muss erstmal kurz auf den Plan gucken. Ich muss jetzt nämlich hier eine sogenannte Clock reinbauen. Und die Clock funktioniert erstmal so. So, dann kommen hier zwei Holzteile hierher. Ich muss es jetzt spiegelverkehrt bauen, wie auf meinem Plan, den ich habe. Und muss natürlich das hier im Kreativmodus bauen, im ganz normalen Modus bauen. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so einfach. Im Kreativmodus ist das alles viel einfacher. Da komme ich jetzt gar nicht hoch. Ich hätte mir doch eine Axt machen sollen. Ja, dauert halt ein klein wenig länger. Dann kommt hier einmal Kabel drauf. Und hier kommen Kabel dran. Dann kommen hier und hier und hier und hier eine Lampe dran. Und dort oben kommt auch eine dran. Komme ich da ran? Ja. Dann muss ich da oben mal hoch und Redstone legen. Dazu hole ich mir aber mal kurz ein klein wenig Erde. Denn die lässt sich einfach schneller abbauen. So, hier haben wir noch Erde. Und wir nehmen uns hier mal eine Schaufel mit von diesen, ja, diesen komischen Kit, den es auf dem Server gibt. So, jetzt muss ich hier oben noch eine Redstone-Spur legen. Und dann kommen die Redstone-Lampen hier noch dran. Natürlich habe ich mir alles ganz genau überlegt, wie ich es baue. Und ich bin mir noch im Moment gar nicht sicher, ob das dann auch so funktioniert.
drei Lampen. Die waren mit dem Redstone-Kabel angepowert, deswegen kann ich die leider nicht anders bauen. Und um diese 5 Clock, die hier ist, zu starten, ja, da brauche ich erstmal, ja, Cobblestone habe ich natürlich auch nicht auf der Tasche. Ich kann mir nicht mal einen Schalter bauen. Also wieder Rennerei. Habe den ganzen Cobblestone weggepackt. So, den kann man ja einfach so bauen. Sticky rein und einen Cobble drunter. Dann haben wir einen Lever. Einen Lever. Oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Denn ich muss ja diese komische Redstone-Fackel dort drüben an der Außenseite abschalten. Also kommt hier ein Schalter dran. Der schaltet mir diese Redstone-Fackel aus und gibt mir diese ganze Clock frei. So, und jetzt muss ich gucken, in welche Richtung den ich den Repeater reinbauen muss. Den muss ich, glaube ich, jetzt in diese Richtung reinbauen. In diese Richtung. Und ich stelle mal auf längste Stufe. Und meine Clock funktioniert nicht. Warum funktioniert die Clock nicht? Weil hier oben Redstone fehlt. So, alles blinkt und blitzt. Dann kommen hier die, ja, unsere. Ich wollte hier eigentlich auch Notblöcke nehmen, aber die lassen sie werden von der. Ist es irgendwas durchgebrannt? Habe ich noch irgendwo einen Fehler? Irgendwas ist durchgebrannt. Verstehe ich nicht. Auf dem Test hat das funktioniert. Also nochmal kontrollieren. Hier liegt jetzt. Wo liegt überhaupt der Strom an? Hier oben. Also sind die Lampen oben sind an. Da müsste diese Fackel hier aus sein, genau. Die schaltet aber, müsste aber, die Fackel müsste aber angehen dabei. Also immer wieder unverständlich. Im Kreativmodus hat das funktioniert. Die Clock ist kaputt. Habe ich denn genug Redstone-Fackeln? 1, 2, 3, 4, 5. Müsste eigentlich gehen. Und warum schaltet der Kram nicht? Weil die normalerweise angehen müsste. Ach, wisst ihr was? Ich habe da jetzt irgendwie ein Problem. Das muss ich erstmal sehen, warum das nicht funktioniert. Normalerweise kann man den Repeater ja auch hier rausnehmen und schaltet, schließt das so an, dann müsste es normalerweise auch schalten. Aber warum funktioniert meine Uhr nicht? 1, 2, 3, 4, 5 ist eine 5 Clock, eine ganz normale 5 Clock. Hat sich seit gestern irgendwas geändert an der Minecraft 1.25? Ach, ich weiß es mal wieder nicht. Dann lassen wir den Dreck halt einfach weg. Jetzt scheint sie zu funktionieren. Eigentlich wollte ich ja den Repeater hier unten reinmachen, damit ich den verlängern kann, dass es ein bisschen länger schaltet. Jetzt scheint sie zu funktionieren, na gut. Jetzt mache ich noch einen kleinen Trick. Da wir hier keine drei Abspielplatten brauchen, sondern nur eine, decke ich die hier mit den Trittschaltern ab.
Jetzt ist die Glock schon wieder durchgebrannt. Eine Five Glock dürfte normalerweise nicht durchbrennen. Also das ist mir unverständlich. Jetzt blinkt sie wieder. So, eigentlich ist mein Werk hier jetzt auch schon soweit vollendet. Die Truhe habe ich hier hergestellt, da kommen meine Schallplatten rein. Und wie viel haben wir, wie viel Uhr haben wir hier dann auf dem Minecraft-Uhr? Denn ich wollte gerne nochmal die restlichen Tintensäcke fangen. Denn uns fehlen ja noch ein paar. Ja, mal nochmal ganz schnell rausflitzen hier. Ich nehme nicht das Tor, weil das mir so lange dauert, das Tor. Ja, Minecraft und seine Geschwindigkeit. Und so wie es aussieht, sind hier wieder Tintenfische gespawnt. Das ist schön. Also ab ins kühle Nass. Und Tintenfische jagen. Haben wir denn 15? Ja, hier liegen noch welche. Aber ich habe Hunger. Schon wieder. Aber ich glaube, ich habe euch heute noch nicht die Ohren voll geschmatzt. So, das dürfte aber reichen. Denn ich brauche hier ja nur 15 Wolle. Schwarze Wolle. Ja, hier draußen müssten wir... Ich kann nicht mehr laufen. Also muss ich euch doch noch die Ohren voll schmatzen hier. Und die Zeit läuft mir weg. Die Musikstücke müssen wir uns dann in der nächsten Folge anhören. Dafür habe ich dann heute keine Zeit mehr, um die in Ruhe abzuspielen. Ja, und die komischen Kronleuchter hier, die gefallen mir auch nicht mehr. War ein Versuch wert, einen anständigen Kronleuchter herzustellen, aber ja. So, die kann ich ja jetzt hier einfach in der Hand färben. Ich brauche nur 15 Stück, das reicht mir völlig aus. Und die anderen bleiben weiß. Ja. Denn wir machen jetzt hier noch einen Flat Screen draus. Ja, da oben ist eine Spinne. Habe ich gesehen. So. Sie wollte einen mit dem Schwert. So, wie gesagt, eigentlich muss ich ja das jetzt abschalten hier. Dann ist es aber etwas dunkel und das gefällt mir nicht. Also lassen wir es an. Lassen wir es blinken. Ist natürlich durch diese Clock-Bauweise nicht gewährleistet, dass alle 5 Glowstone-Lampen gleichzeitig angehen. Und ich werde jetzt ins Bett gehen und dass man beim Abschalten müsste normalerweise brennen, aber das muss ich, dann müsste ich noch einen Konverter reinbauen, einen zusätzlichen. Und den habe ich einfach nicht mehr Platz dafür. So, gute Nacht und tschüss.